Hey Leute, herzlich willkommen zurück in der Desaster zu einer neuen Folge Tea Time. Und es geht natürlich, wie hätte es anders sein können, um die finale Smash Direct, die gestern am 1.11. ausgestrahlt worden ist, direkt nach Halloween und die letzte Smash Direct vor dem Release von Smash Ultimate sein wird. Und diesmal ist nicht ganz so dermaßen viel angekündigt worden wie in der letzten Smash Direct, die einfach jam-packed war mit jede Menge kleinen Details, die aber trotzdem einen riesigen Unterschied machen können, wie zum Beispiel Final Smash Meter oder Stage Morph und so weiter. Ganz viele so kleinere Dinge. Und diesmal hat man nur so drei, sag ich mal, große Themenbereiche gehabt, die halt wirklich riesen Auswirkungen haben. Es ging um neue Game Modes, um neue Charakter, um diesen ganzen Spirits-Kram und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Am besten, ich mache einfach chronologisch. Und wir fangen bei dem an, womit auch die Direct angefangen haben. Das war natürlich mit mehr Character Reveals. Und Character Reveals ist natürlich immer das Thema, wofür alle am meisten gehypt sind. Erst recht, wenn es so viele Leaks gibt, wie es in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gab und sich irgendwie alle versucht haben, mit Leaks nochmal selber zu übertrumpfen. Da sagt jemand so, boah, nee, Shadow, der Hedgehog wird in Smash Ultimate sein als Echo für Sonic. Macht da total viel Sinn. Und dann sagt einer, nee, ich kann das toppen, Shadow wird nicht drin sein, aber Banjo wird drin sein. Und wie sich herausgestellt haben, waren die Leaks bisher alle falsch. Ja, komm, habt ihr etwa wirklich erwartet, dass Banjo-Kazooie da drin sein wird? Microsoft gehört das und Microsoft wird einen Scheiß tun, um Nintendo ihre Charakter zu geben. Es recht nicht diejenigen, die sie denen abgekauft haben. So, aber sprechen wir einfach mal darüber. Was ist denn jetzt endlich rausgekommen? Der erste Charakter, der revealed worden ist, war natürlich wieder ein Echo Fighter. Schon Nintendo gerne zu machen, dass die erstmal so... Also ein Echo-Fighter muss immer in der Smash Direct sein. Wird er wahrscheinlich schon der letzte Echo-Fighter sein, denn es wurden DLC angekündigt, wie erwartet. Aber es wurde gleichzeitig auch gesagt, dass es neue Charakter sein werden und sie würden nicht über Echo sprechen. Also der letzte Echo, den wir haben, ist Ken aus Street Fighter. Und das macht total viel Sinn und war eigentlich sehr vorhersehbar, wenn man drüber nachdenkt, weil ja, Ken als Echo für Ryu, das ist der Echo schlechthin, oder? Und sie haben es auch genau richtig gemacht, genau wie mit Ryu auch. Also ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie bei Third-Party-Characters legt sich Nintendo irgendwie nochmal extra ins Zeug. Weil bei Ken ist einfach, da stimmt einfach alles. Also Fans sagen, das sieht besser aus als in Street Fighter selber, in den neueren Iterationen, also sprich Street Fighter 5. Und er sieht einfach verdammt gut aus. Sein Moveset ist genau wie Ryu halt... Es gibt verschiedene Varianten, je nachdem, wie man die Buttons drückt. Also eigentlich genau wie bei Ryu, dass er halt praktisch Moves mehrmals belegt hat. Und man so dann ganz viele verschiedene Angriffe rausbekommen kann. Selbst die Würfe sind Referenzen an spezielle Angriffe, die Ken nun mal in der Street Fighter-Reihe hat. Und für Smash Ultimate orientieren sie sich an Super Street Fighter Turbo. Also Super Street Fighter 2 Turbo. Und haben nur so hier und da kleinere Referenzen, wie zum Beispiel Focus Attack, was natürlich erst mit Street Fighter 5 kam. Oder ich glaube sogar 4, oder? Ich bin jetzt kein Street Fighter Experte. Aber von dem, was ich gesehen habe, da sind sehr viele geile Referenzen und sie haben wieder einen richtig guten Job gemacht. Und gleichzeitig ist Ken aber auch deutlich anders als Ryu, sodass es halt mehr ist als nur so ein Klon. Also, da hat sich Nintendo echt wieder richtig ins Zeug gelegt. Richtig ins Zeug gelegt haben sie sich auch bei einem nächsten Charakter, den keiner auf dem Schirm hatte, weil ihn wahrscheinlich auch keiner wollte. Und das ist Incineroar. Ich weiß den deutschen Namen nicht, weil ich habe die neuen Pokémon-Generationen gar nicht gespielt. Aber Incineroar ist die letzte Stufe des Feuerstarters. Und gleichzeitig ein Pro-Wrestling-Pokémon. Because they can. Und ja, es hat keiner erwartet. Wir haben schon wieder ein Pokémon und es ist noch nicht mehr irgendwas Abgefahrenes. Ich hätte halt gern gesehen, dass wir irgend sowas, irgendwas Krasses haben. Was weiß ich, einfach ein Gengar, nur damit man nicht schon wieder ein Feuer-Pokémon hat. Das haben wir schon, einen Feuerstarter haben wir auch schon. Halt irgendwas crazy.
irgendwas, was so eine eigenartige Typenkombination hat, was dann wirklich sehr anders spielt als alle anderen Pokémon, als alle anderen Charaktere, die in Smash sind. Das hätte ich so ähnlich wie Chandelure das für Pokken Tournament macht. Der dann halt in so einem Kampfspiel eher so ein Ranged Fighter ist und so. Ja, sowas hätte ich eigentlich interessanter gefunden als noch ein Feuerstarter. Ich meine, wir haben eigentlich nur Glurak, aber wir haben sowieso schon sehr viele Pokémon. Aber nein, Nintendo muss unbedingt einen Starter aus der Pokémon-Reihe reinbringen, nur um ihr Spiel zu promoten und ja, weil Pokémon. Naja, aber letztendlich haben sie damit einen ganz guten Job gemacht, von dem, was man gesehen hat. Sie haben seine Moves gezeigt und das ist halt alles so Pro-Wrestling und er macht sogar immer so eine nice Pose oder so, immer wenn er jemanden weghaut und man halt dann nicht den bewegt oder so. Weil also die Posen muss man keine Angst haben, das alles kann man alles canceln, man kann sich frei immer noch weiter bewegen und die Kombos weiter stringen und so. Man kann aber auch einfach stehen bleiben und posen. Wenn man das tun möchte, wenn man seinen Gegner das antun will. Ja, fehlt nur noch, dass er so dammen kann, so. Immer wenn er einen raushaut. Das wäre es noch, das würde noch fehlen. Da hat Nintendo eine große Chance verpasst, um auch die ganzen Fortnite-Spieler ins Boot zu holen. Denn nein, es gibt keinen Fortnite-Charakter und nein, es gibt auch keinen Fortnite-Spirit. Aber hey, wo wir schon das Wort Spirit in den Mund nehmen, was sind denn eigentlich Spirits? Damit ging es nämlich direkt weiter mit Spirits, der verpixelte grüne Modus, von dem einige gedacht haben, das ist ein neuer Story-Mode, so ein Supra-Emissär oder so. Ich habe das auch gedacht. Und ich war mir sehr sicher bei der Sache. Aber nein, es ist Spirits. Und Spirits sind eigentlich der Ersatz für Trophäen. Und gleichzeitig funktionieren sie aber eigentlich wie die Sticker aus Brawl. Aber da ist noch mehr. Die Sticker aus Brawl, erinnert man sich vielleicht dran, die Kämpfer, da hat man seine Trophäen, man konnte unten an den Sockel diese Sticker dran machen und im Subraum-Emissär gaben die dann Boni. Nur im Subraum-Emissär, in keinem anderen Modus. Aber da hat jeder Sticker so seine eigene Eigenschaft, wie zum Beispiel, ja, Angriffe haben mehr Knockback oder Feuerangriffe machen dir weniger Schaden und so Sachen halt, je nachdem. Und ja, mit den Spirits ist es so ähnlich, aber sie gehen noch einen Schritt weiter, dass du halt erstens mal nur einen Primary Spirit ausrüsten kannst und dann, ich glaube, bis zu drei Support Spirits, je nachdem, was für einen Primary Spirit man hat, weil Spirits, und da kommt jetzt das Gacha-Ding drin, sie haben tatsächlich, also alle, die sich beschwert haben, von wegen es gibt so viele Fire Emblem-Charakter, jetzt gibt es sogar eine Fire Emblem-Spielmechanik, die ja nicht wirklich eine Fire Emblem-Spielmechanik ist, nämlich ein Gacha-System, so wie in Fire Emblem Heroes. Gacha-System ist natürlich schon viel älter und hat eigentlich gar nichts mit Fire Emblem zu tun, bis auf Fire Emblem Heroes. Aber naja, es existiert und ich dachte, das kennen von euch vielleicht noch die meisten, weil Gachas sind eigentlich eher so eine Sache, die sind in Korea und Japan mega big, aber hierzulande sieht man das eigentlich eher selten. Gott sei Dank. So, aber was ist denn so ein Gacha-System? Also die Spirits, die haben alle so verschiedene Raritäten, so die reichen von, was weiß ich, 2 Sterne bis 5 Sterne oder was auch immer. Und natürlich, je rarer der Spirit ist, desto schwerer ist er zu bekommen, aber desto mächtiger ist er auch. Was eigentlich bedeutet, wenn man wirklich die in einem Versus-Fights benutzen will, dann sollte man nur 5-Star-Spirits haben, weil die logischerweise am stärksten sind. Nur kriegt man die halt auch besonders schwer. Aber anders als es halt in Gacha-Games übrig ist, muss man sich die Dinger nicht kaufen oder irgendwie beschwören oder so irgendwas, sondern es bleibt halt schon alles in Smash Bros. Und man kann sich alles erspielen und muss kann gar kein Echtgeld rein investieren. Da wäre ich auch mega sauer drüber gewesen, wenn das so gewesen wäre. Aber so weit geht Nintendo zum Glück nicht. Sie hätten es machen können, aber die wussten wahrscheinlich, was für ein Mega-Hate die dafür kriegen würden. Zu Recht. Und ja, stattdessen haben wir jetzt diese Spirits, die gleichzeitig so Buffs geben können, wie mehr Angriff und so weiter. Und die Support Spirits geben dir dann aber weitere Fähigkeiten, ähnlich so wie diese Alt-Moves in Smash 4. Nur dass es halt keine Moves sind, sondern es sind dann so Sachen wie mehr Sprungkraft oder man startet Kämpfe mit dem Laserschwert oder so Dinger halt. Und ist auf jeden Fall etwas, was nicht Tournament-legal sein wird, das ist klar. Aber man kann es benutzen. Man kann sogar seine Amiibos, die Spirits, füttern, um denen die Fähigkeiten zu geben. Und die Amiibos haben zwar auch ein Limit,
Aber das hört halt nicht bei diesem einen Primary und den drei Sub-Spirits aus, und die können auch viel mehr fressen. Die kannst du, was weiß ich, so 50 Spirits oder so, und dann startet das Vieh irgendwie mit 10 verschiedenen Items und macht doppelt so viel Schaden bei jedem einzelnen Angriff, den sie macht oder so. Go fucking crazy, dachten die sich. Damit deine Amiibos noch unfairer sind, als sie in Smash 4 schon sein konnten. Natürlich mussten sie die Amiibos wieder aufleveln. Und natürlich, so nebenbei erwähnt, jeder neue Charakter, der revealed worden ist, kriegt natürlich auch ein Amiibo in der Smash Bros. Reihe. Also der Trend wird natürlich fortgeführt. Und selbst Ken und andere Third-Party-Charakter bekommen eben diese Amiibos, was nice ist. Ich meine, da müssen sie auch konsequent sein und wirklich dafür sorgen, dass jeder spielbare Kämpfer auch einen eigenen Amiibo hat. Sonst, ja, wäre das denen einem gegenüber einfach unfair. So, Spirits, dazu kommen noch jede Menge Modi. Es gibt so eine Art Challenges, keine Ahnung, Mischung-Mode, wie auch immer man das nennen will, wo man eben gegen diese Spirits kämpfen kann. Ist auf jeden Fall eine nette Dreingabe. Ist halt auch notwendig, weil man darüber auch hauptsächlich dann Spirits freischalten kann. Also eigentlich, das läuft so ab wie diese Master and Crazy Hand Mission in Smash 4. So, du kriegst random Challenges, halt Spirits vor die Nase, und du kannst dir dann aussuchen, gegen welchen du kämpfen willst. Und wenn du den Kampf gewinnst, dann gibt es so ein kurzes Shoot'em-up, sag ich mal, wo dann so dieser Spirit ist und dann ist dann dieser Schild drumrum. Und dann hat man so eine Knarre, und wenn man durch den Schild durchschießt, also nicht den Schild trifft, sondern den eigentlichen Spirit, dann bekommt man den Spirit. Und wenn man den Schild trifft, wird der Schild zerbrochen, und das nächste Mal, wenn man diesen Spirit dann wieder bekämpft, dann bleibt dieser Schaden erhalten, sodass man dann eine höhere Chance hat, den Spirit auch tatsächlich zu kriegen. Ich weiß nicht, warum ich die nicht direkt so freispielen kann, aber sie wollten es wohl unbedingt, dass die wirklich seltenen Spirits auch wirklich ultra schwer zu kriegen. Sie haben dann wahrscheinlich so drei Schilde um sich rum oder so irgendwas, wo du sie gar nicht auf Anhieb kriegen kannst und wirklich mehrmals besiegen musst, und die Challenges sind wahrscheinlich auch ultra schwer. Aber naja, ich meine, irgendwas, wenn man schon so ein Raritätssystem hat, muss man das auch irgendwie repräsentieren können, ne? Das muss schon dann irgendwie rar sein. Und das funktioniert nicht, wenn du einfach jede einzelne Challenge so auf Anhieb dir dann den Spirit freispielen kannst. Und die Spirits kann man auch in Versus-Kämpfen einsetzen und sogar in Online-Kämpfen. Aber das ist natürlich ein bisschen limitiert. Also man muss nicht. Und im Online-Play ist es da tatsächlich so, dass es nicht mehr diesen Fun for Fun oder for Glory gibt. Stattdessen legst du einfach selber für dich fest, mit welchen Regeln du spielen willst. Und wenn du dann ins Matchmaking gehst, dann such dir einfach andere Spieler, die ebenfalls diese Settings haben oder ähnliche Settings haben. Also das Nintendo, Sakurai hat schon in der Direct gesagt, es kann sein, dass das nicht immer klappt, dass man Leute findet, die diese Regeln haben. Denn schließlich ist das Ganze, die haben verschiedene Servernetzwerke, und du willst nicht unbedingt als Europäer mit jemandem zusammenspielen, der aus Japan kommt, weil logischerweise dann die Internetverbindung nicht so gut ist, wenn das über den ganzen Ozean gehen muss, oder in unserem Fall über die ganze Landmasse, die dazwischen ist. Und nee, er versucht immer schon irgendwie Connections zu finden, die möglichst nah zu der eigenen Position sind. Und wenn da dann keiner ist, der dein Regelset verwendet, dann kann es auch schon mal passieren, dass du trotzdem mit anderen Regeln spielst. Aber man kann auf jeden Fall seine Preferences stecken, und ich glaube nicht, dass es das wirklich so eine große Rolle spielen wird, weil Super Smash Bros. Ist so populär und es gibt so viele Leute, die das spielen. Also wenn du jetzt keine super Nische, kein super Nische Ruleset benutzt oder so, dann wirst du auf jeden Fall jemand finden. Also so gerade so, wenn man For Glory imitieren will, One-on-One mit drei Stocks, wie es jetzt wahrscheinlich aussehen wird, was Pro-Players und so in Competitive Matches spielen werden. Also dann nur halt mit einer Stage-Auswahl ohne Hazards und so weiter. Das sollte schon möglich sein, dass man gerade in diesem Modus super viele Leute finden wird. Und ja, die halt wirklich mit Items spielen wollen und mit Stage Morph, keine Ahnung, ob das da auch, ob man das auch eine einzelne Einstellung für hat oder so. Aber ja, halt für die. Wenn du keine total seltsamen, wirre Kombination hast, dann wirst du auf jeden Fall Leute finden. So, finde ich, sieht's aus. So, bei Spirits geht es aber noch weiter.
Weil die Spirits werden nicht nur in ihrem eigenen Modus eine Rolle spielen und auch nicht nur im Versus-Modus zum Einsatz kommen, sondern es gibt zwar keinen direkten Subraum-Emissär, aber was sehr Vergleichbares, was Nintendo ganz zum Schluss der Nintendo Direct aufgespart hat. Und das ist dann so für mich das, was die Nintendo Direct gerettet hat, weil Ken ist zwar nice, aber mit Ryu konnte ich auch schon nichts anfangen. Und in Sinnoh verstehe ich nur aus dem Aspekt, dass Nintendo unbedingt immer ein Pokémon haben will, was die neueste Generation repräsentiert, aber habe ich nicht gewollt. Hatte keiner auf dem Schirm, weil es keinen Mensch interessiert hat, weil wenn Pokémon, dann hätten alle lieber die Decidueye gehabt oder so irgendwas. Aber at least they did a good job, I guess. Sie haben wenigstens gut hingekriegt. Er hat seine Daseinsberechtigung. Nur ich hätte halt jeden anderen Charakter, den du jemals in einem League gesehen hast, hätte ich wahrscheinlich lieber gehabt als in Sinnoh. So sieht es aus. Und ja, von wegen Shadow und so. Shadow war tatsächlich der einzige League, den ich eine Chance gegeben habe, weil man seine Assist-Trophy noch nicht gesehen hat. Und das gleiche gilt für Isaac. Aber ja, jetzt haben sie nochmal mehr Assist-Trophys gezeigt und Shadow und Isaac waren auch darunter, also sind die zwei schon mal aus dem Rennen. Es scheint wohl schon festzustehen, wer die fünf DLC-Charaktere sein werden, aber sie sind noch nicht gezeigt worden. Das werden die wahrscheinlich jeweils nochmal in einer eigenen Smash Direct machen, wo sie dann die DLC ankündigen. Es kann auch mega lang dauern, bis die rauskommen. Notice, ganz unten in dem Schriftdings. Da steht von wegen, es kann sein, dass die nicht raus sind bis Februar 2020 oder so stand da. Aber ist ja auch nochmal eingeblendet. Am besten ja andere Seite, ist das mehr Platz. ja, also es wird eine Zeit dauern, aber hey, wenigstens, die nehmen sich die Zeit. So ein DLC wird immer nicht nur Charakter beinhalten, sondern auch eine Stage und mehrere Musiktitel, die natürlich dazu passen. Die dann für die Stage sind. Und ja, da ist es besser, die lassen sich Zeit und füttern uns so alle 2 Monate oder so mit einem Charakter, als wenn die alle so rausrushen und das sind dann nur so Falco-Klone oder sowas. Da sollen die sich schön Zeit lassen, damit die alle so geil werden, wie halt jetzt eben Ken geworden ist. Weil da haben sie wirklich hit it out of the park, wirklich. So, aber wo war stehen geblieben? Spirits, ja, es gibt keinen Super-Emissär. Stattdessen gab es so ein riesen geiles Cinematic, wo ich mich wieder gefragt habe, Nintendo, wann macht ihr den Smash Bros. Anime? Das wäre mega cool, weil die hatten ja sogar so Voice Lines und so weiter, auch für Charaktere, die normalerweise keine Voice Lines in ihren Spielen haben. Obwohl inzwischen hatten die alle. Ich glaube nur bei Zelda, ja, okay, Breath of the Wild hat Zelda auch. Okay, don't quote me on that. Aber ja, halt überhaupt, dass die alle voll vertont sind und so, das ist schon krass. Also, da frage ich mich, ob die dann, wie viele Cinematics dann diesem neuen Modus sein werden. Und sie haben noch nicht genau gesagt, wie sie es eigentlich genannt haben. Das heißt dann wahrscheinlich Spirits Adventure Mode. Oder so, oder nee, World of Light, so haben sie es genannt. Das wurde tatsächlich irgendwo erwähnt. Aber könnt ihr hier auch nochmal sehen, wie es genau heißt. Vertraut diesem Typen nicht, der hat keine Ahnung. Und ja, in dieser World of Light hat man dann so Super Mario World ähnlich, so eine World Map, die by the way wirklich cool aussieht. Und da läuft man dann erstmal mit Kirby durch die Gegend und kann dann da gegen Spirits kämpfen oder andere Kämpfer, um die dann freizuschalten oder den Roster hinzuzufügen, so ähnlich wie es in Supra-Emissär auch war. Und es gibt tatsächlich auch Boss-Battles und das ist mega krass. Und anscheinend geht es dann darum, dieses komische Riesending da, was auch immer das ist. Also ich denke ja mal, da sie auch Bosse gezeigt haben, die in Brawl schon dabei waren, dass das irgendwas mit Tabu zu tun hat. Aber ich kann mich irren. Vielleicht ist es Tabus Mutter? Keine Ahnung, aber ich finde, es ist sehr wahrscheinlich, dass Tabu nochmal irgendwie da auftauchen wird. Und ja, diese World Map die macht echt Bock. Also man weiß noch nicht, wie groß das Ganze sein wird. Man weiß noch nicht so genau, was das alles bietet. Aber das, was sie gezeigt haben, sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Und ich wollte unbedingt einen neuen Supra-Emissär. Und Smash 4 war das halt echt ernüchternd, dass es wirklich so gar keinen Story-Modus praktisch in der Richtung hat. Und ja, Supra-Emissär, also Brawl kann man sagen, was man will. Also für mich ist es auch der schwächste Smash Bros. Teil tatsächlich. Aber Subspace Emissary,
war halt wirklich so ein One-Off-Ding, was sie einmal gemacht haben und das war grandios. Und wenn ich nicht Born gewesen wäre, dann. Also, es war auch so richtig geil. Es war so richtig cool, so eine richtige Storyline in einem Smash Bros. Spiel zu haben, was dann wirklich die Charaktere alle zusammenbringt und nicht nur so, ach ja, ich spiele mit meinen Puppen auf dem Tisch. Und ja, also da freue ich mich richtig drauf. Das werde ich wahrscheinlich dann auch in Let's Playen. Und vielleicht werde ich auch so For Glory Matches machen oder so, je nachdem. Je nachdem. Wie time-consuming das alles ist. Aber so ein Sovereign Emissaire, da habe ich richtig Bock drauf. Also da werd ich Stunden, Tage, Jahre drin verbringen wahrscheinlich. Je nachdem, wie viel der letztendlich geboten wird. Aber das wissen wir halt noch. Leider nicht so genau. Ja, also obwohl die ganzen Charakter-Leaks nicht wahr geworden sind, es gibt immer noch die DLC und vielleicht findet sich da noch so ein Banjo oder so. Das Einzige, was wir da eigentlich sagen können, ist, Arms wird wahrscheinlich gar nicht als Kämpfer repräsentiert werden, weil es gibt Springman als Assist Trophy und Ribbon Girl als Outfit für Miis, also wird da wahrscheinlich nichts mehr kommen. Und wie gesagt, die DLC-Charaktere scheinen auch schon festzustehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt im Nachhinein nochmal sagen, okay, wir haben zwar jetzt Shadow eine Assist Trophy gemacht, aber Leute wollen es so sehr, dass wir jetzt ein DLC machen, wo Shadow dann doch als Kämpfer dazukommt. Nee, sieht wirklich so aus, als steht es schon lange fest, wer Kämpfer ist, wer Assist Trophy ist, wer Spirit ist. Und ich glaube nicht, dass sie da dann im Nachhinein nochmal was verändern. Deswegen, also Shadow, Isaac sind auf jeden Fall raus. Geno hat noch eine Chance, auch wenn ich nicht dran glaube. Aber bis auf Shadow und Isaac habe ich eigentlich gar keine Chance gegeben. Banjo-Kazooie, ich meine, man kann es nicht ausschließen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, Microsoft, mit denen ist nicht zu spaßen. Die haben das teuer gekauft damals. Das kämen die nicht her. Sie wollten Donkey Kong, aber da haben sie sich ein bisschen verzettelt. Ja, und das haben sie wieder ruiniert. Aber egal, anderes Thema. Also es bleibt abzuwarten. Jetzt, wo die Leaks wirklich nur Leaks, also keine Leaks waren, sondern wirklich nur Gerüchte, die nicht wahr geworden sind und wir jetzt so viele Charaktere ausschließen können. Wir haben absolut keine Ahnung, was da in DLC-Charakteren kommt. Wenn ich jetzt so, ich könnte jetzt dieses einzelne Franchise durchgehen von Nintendo oder eventuell vielleicht kommt noch ein Zack-Echo für Cloud oder so, das wäre mega cool gewesen, aber anscheinend wären es ja keine Echos. Wir wissen es nicht, es steht in den Sternen, aber fünf Charaktere werden auf jeden Fall noch kommen und wer weiß, wenn der Season Pass wirklich gut läuft, wovon man ausgeht, vielleicht kommen dann sogar noch mehr. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ich glaube, mit den DLC kämen sie auf eine glatte Zahl von 80 Kämpfern. Das ist schon eine erstaunliche Anzahl. Das ist schon echt eine ganze Menge. So rekordverdächtig. Ich wüsste kein anderes Fighting Game oder kein anderes vergleichbares Spiel, wo es so viele Charaktere gibt. Es rechnet aus so vielen verschiedenen Franchises. Ich glaube, das kommt ins Guinness-Buch der Spielerekorde oder so. Und ja, letztendlich bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass der Lieblingscharakter doch noch in den DLC auftaucht. Ich bin nach wie vor für Hollow Knight. Das wäre mega cool. Woran ich aber auch nicht glaube, weil Indies anscheinend keinen hohen Stellenwert haben. Ich meine, Shovel Knight, das Gesicht der Indies, ist nur eine Assist-Trophy und es gibt Shanta als Spirit und das war es dann wahrscheinlich auch schon an Indies. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Ja, bis zum Spielrelease dauert es noch etwa einen Monat. Dann haben wir das Ding in Händen, dann können wir selber sehen, wie umfangreich dieses ganze Spirit-Ding mit World of Light sein wird. Zu dem Release, hätte ich jetzt beinahe vergessen, gibt es auch noch ein Limited Time Offer, wovon was. Das ist so ein bleierner Beigeschmack für mich, weil so Limited Time Offer, das ist dann wahrscheinlich halt so: es gibt einen weiteren Charakter, Piranha Plant. Seltsamerweise, Pity. Was wirklich so der Fun-Character dieses Spiels sein wird, der Refit-Trainer unter den Charakteren für diese Iteration von Smash Bros. Und ja, also wer Sandback von Super Smash Flash mochte, der wird wahrscheinlich auch Petey Piranha mögen. Aber auch da wieder, obwohl es nur so ein Troll-Funny-Character ist, dem sein Moveset sieht richtig gut aus. Also sieht wirklich richtig gut aus. Und da sind auch wieder super viele Referenzen,
all die verschiedenen Piranha-Pflanzen, die es jemals in der Mario-Reihe gab und was sie so alles machen können. Von Gift spucken bis hin zu, dass sie den Hals so super weit ausfahren kann und so Sachen. Also, ich glaube, das hat sogar eine Chance, dass man das im Tournament-Play sehen würde, ganz ehrlich, weil es hat einfach crazy Range und hat so viele andere Tools mit diesem Giftspucken zum Beispiel. Also, das hat echt so einen tricky Charakter und so ein Aberdango oder so, die halt gerne so trickreiche Charakter mit so crazy Setup spielen oder so, die könnten da vielleicht fündig werden. Also, ich würde ihm eine Chance geben, aber kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Wenn das Spiel raus ist, dann wissen wir mehr, dann wissen wir mehr über World of Light, dann wissen wir mehr über Spirit selber, dann wissen wir mehr über die einzelnen Charaktere und ja, jetzt bleibt einfach nur abwarten und schauen, wie es dann letztendlich ist. Aber was sie angekündigt haben, war alles wieder mega krass, war mega gut. Ich finde, es war nicht ganz so, es kommt nicht ganz an die Directs davor ran, an die zwei anderen Smash Directs davor. Aber gut, die waren halt auch so vollgestopft mit crazy Announcements und Kram, dass man das wirklich schwer toppen kann. Aber hey, World of Light ist auch richtig geil und wäre das nicht gewesen, wäre die Direct tatsächlich für mich nur so mittelmäßig gewesen. Aber das hat's wirklich wieder, das hat meine Stimmung wieder gehoben, nachdem ich ein wenig von Incineroar enttäuscht worden bin. Aber hey, wenn ihr Fans von Incineroar seid, he's looking good. So, und das war's dann auch für mich. Ich trinke meinen Tee zu Ende und verabschiede mich für dieses Video. Und dann sehen wir uns in der nächsten Tea Time oder in einem anderen Video hier in der Disaster Area wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.